Hallo, moin moin, willkommen herzlich und Rising Zeit. Ich bin Denzi und Sekiro, heute nächster Teil. Los geht's. Ja, ein kurzes Vorwort zum Video. Ich habe noch 2 Stunden aufgenommen, habe ich jetzt in meinem letzten Video auch schon gesagt, aber damit ihr es auch wisst, 2 Stunden aufgenommen, die Datei ist im Arsch, kann ich nicht mehr gebrauchen. Dementsprechend habe ich jetzt die Meine Güte, pardon, die Schmetterlingsfrau besiegt. Und ja, so ist das jetzt halt, ne? Damit müsst ihr jetzt leben. Hier habe ich gegen die gekämpft, da bin ich am Ende, wurde ich dann hier abgestochen. Tut mir echt leid, dass dieser Part leider nicht dabei ist. Es war schon ein sehr cooler Kampf und ich habe diesen Move hier neu. Und wenn ich weiter auf Angriffen drücke, dann rastet der halt hier aus. Das ist halt ganz cool, der hat mir, also dieser Move hat mir zum Beispiel mitgeholfen. Ja. Jetzt haben wir eine Reihe von anderen Gegnern, die wir jetzt alle besiegen müssen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, gehen wir als allererstes hier hin und kämpfen dann gegen den Ritter aus Eisen. Genau. Mit der Steuerung müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir das angemessen hinbekommen. Ja, und wie ich feststellen musste, weil ich in der letzten Episode auch schon wieder gegen den Eisenritter gekämpft habe, ist das wohl so, dass man den mehr als einmal töten muss? Ja, machen wir einfach. Wow, ho, 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 holy Caroni. Na egal, komm. Mit dem Konter ins Gesicht. Ach! Die Lösung war so einfach, ne? Warum schreibt mir das keiner von euch in die Kommentare, verdammt? Ihr habt mich nur. Ihr wolltet mich doch nur leiden sehen. Okay. Aha. Nochmal. Eine latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Haltung wiederherstellt. Okay. Unglaublich. Es hätte so einfach sein können. Aber jetzt können wir hier weiter. Oh, Fische. Ich mag Fische. Jawohl. So, dann machen wir jetzt hier wieder Sneaky Beaky mäßig. Ah. Schau mal, da vorne ist ja einer, der nur drauf wartet. Okay, der sieht auch sehr gefährlich aus. Von hier aus komme ich da bestimmt hoch, aber ich sollte erstmal diesen Typen da außer Gefecht setzen, glaube ich. Oder? Die stehen auch sehr nah dran. Ja, wir werden es einfach jetzt probieren. Wow, es ist direkt vor deinen Augen passiert. Wirklich, direkt vor deinen Augen. Aber dich juckt es anscheinend nicht. Das ist okay. Ich komme damit klar. Weil mich juckt es nämlich auch nicht. Dementsprechend passt das ganz gut. So kann ich nämlich hier dran vorbei, ohne dass ich mit irgendjemandem mich boxen muss, mit dem ich mich nicht boxen will. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich glaube, da führt leider kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier ganz vorsichtig lang und gucken mal, wie wir das hier regeln am besten. Können wir auch noch da hinten? Ja, können wir. Vom Moment. Oh, okay, das sind 2. Und die gucken in beide Richtungen. Und die haben beide so fette Teile dabei. Bin ich ja gar kein Fan von. Gucken wir mal, dass wir da irgendwie dran vorbeikommen. Oh, der da hinten hat mich schon gesehen. So, und dann fliehen wir an denen vorbei. Gucken mal, dass wir zum nächsten blauen Teil kommen, weil kein Bock, dass der mich jetzt hier niedermäht.
Oh. Okay. Infizierter Wurm. So. Ne, über infizierte Würmer möchte ich jetzt nicht so viel wissen. Danke. Ja, aber da wir jetzt das Teil da direkt gefunden haben, was da direkt in die Ecke ist, können wir jetzt noch ein bisschen Spaß haben und mal drum herum laufen, mal gucken, was es da so gibt. Einmal hier. Und jetzt kommen wir wo raus? Bei einer Hütte. Ich trau Hütten nicht, ich trau generell ja sowieso keinem, aber... Achso, und das lässt mich wieder darüber schwingen, wo ich hergekommen bin. Interessante Idee. Also wird hier irgendwas drin sein, was weltbewegend ist. Es ist ein... Den Sempo-Stil mit den Fäusten kann ich jetzt etwa wie mache ich das denn dann? Muss ich das extra auswählen? Ich muss gleich mal gucken. So bin ich jetzt letztes Mal dann einen anderen Weg hochgegangen oder wie? Oder bin ich hier richtig? Was? Witzig. Ich wusste nicht, dass ich so einen Flugkonter machen kann. In der Art und Weise. Das ist ja richtig fett. Oh. Ja, ich glaube, ich weiß, dass ich hier richtig bin. Mal den Weg nach oben und dann ist der Macht bei mir, ne? Nein! Hoho! Jetzt hat er aber direkt übertrieben auf jeden Fall. Jetzt wollte er direkt einen raushauen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ins Gesicht. Mit so einem Typen habe ich auch nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber dass ich auf die Einfachen so einfach draufspringen kann und die dann so töten kann, ist schön. Die Frage ist, ob ich das bei dem auch so einfach machen könnte. Das wäre natürlich genial. Aber da sind viel zu viele in dem Raum, als dass ich das einfach so machen könnte, ohne dass ich auffalle. Ja, jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg nochmal latschen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das ist ja sehr bekackt. Den da und dann können wir uns den Fetten widmen.
Okay. Wow. So. Erwischt. Fieser Fettsack. Gelbes Schief. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, als ob ich nur von dem jetzt Schießpulver bekomme und dann nichts weiter damit anfangen kann. Achso, das sind irgendwelche Typen, die da rumstehen. Ich dachte schon, ich könnte mit einem von denen jetzt reden oder so. Kaufen wir noch die restlichen zwei Geisterembleme für den Fall der Fälle, dass wir eventuell sterben könnten. Ja, so sollte das genau laufen. Das war so geplant. Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Ist halt kein einfaches Spiel. Aber, wie ihr gesehen habt, können wir alles schaffen. Man muss nur ganz fest dran glauben. Wir haben jetzt diesen Krabbeltypen da besiegt. Und hier den anderen da und, ne, und so. Sollte eigentlich ganz easy machbar sein. So. Ah, da geht's hoch, okay. Okay, aber der wird jetzt sterben. So. Oh Gott. Ich hab schon gedacht, ich hatte gerade schon Angst, ey. Puh. Also, Maschinen. Ihre Blitze sammeln sich, blablabla. Halten die nicht auf, halte ich von mir entfernen und halt. Ja, okay.
Mann, wie viel Geld hast du dabei? 96. War jetzt aber nicht sonderlich teuer oder so. Also geht. Hält sich in Grenzen, würde ich mal ganz einfach behaupten. So, und hier ist schon wieder so viel Schrott. Magnetschrott. Toller Schrott. Naja. Kleiner Splasher. So, weil damit beenden wir nämlich die heutige Episode von Sekiro. Shadows Die Twice. Ja, dieses Mal haben wir ganz gut was hinbekommen. Wir haben ein paar Gegner besiegt. Mittlerweile wird es immer besser. Jetzt können wir uns mit den Perlen hochpowern und dann gucken wir einfach mal, wen wir als nächstes machen. Wahrscheinlich diese Schattenviecher. Oder was sagt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ich eventuell schon gegen Genichiro kämpfen soll. Macht das Sinn? Ist das der letzte Boss? Weil wenn das der letzte Boss ist, will ich ihn natürlich nicht machen. Ihr sollt mich natürlich auch nicht spoilern. Wir versuchen dann ein Zwischending zu finden. Naja, ist ja auch egal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiederschauen, ohne reingehauen. Nein, warte, das lassen wir, das gehört jemand anderem. Sagen wir einfach mal Tschüss.